Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Miss Survival. In der letzten Folge habe ich ja den Berserker besiegt und ich habe nicht viel in der Tasche. Warum ist das so? Weil ich kein Auto mehr habe. Warum habe ich kein Auto mehr? Ich war ja angeschlagen durch den Berserker, das heißt, ich hatte ein verletztes Bein. Und dann bin ich von der Mine losgefahren und war so ganz happy und habe gedacht, oh, endlich haben wir den Berserker geschafft. Und sagen wir mal so, ihr habt es ja schon in der letzten Folge am Anfang gesehen, als wir zur Mine hingefahren sind, da sind Dinge passiert. Ich zeige euch das mal. Auf jeden Fall habe ich es geschafft, das Auto wieder zu flippen. Aber so, auf jeden Fall habe ich das Auto geflippt und dann bin ich gerannt und dann ist meine Wunde aufgerissen. Das hat dazu geführt, dass ich verstorben bin. Ich konnte aber zum Glück noch, bevor ich die Wunde ist aufgerissen, ich bin verblutet und bevor ich verblutet bin, habe ich alles in den Kofferraum von dem Auto gepackt, was gerade auf dem Dach liegt. Also war totales Chaos und ich bin dann nach Hause gelaufen, hat natürlich auch wieder gedauert, weil Wunde und langsam und ne. Und dann habe ich mich erstmal zu Hause ausgeruht, bis meine Wunde verschlossen ist. So, warte mal, das Auto steht aber... So, was habe ich noch probiert? Genau, weil ich verblutet bin, habe ich gedacht, wir müssen das Auto irgendwie wieder umkippen und habe die Granaten geworfen. Ja, das wird nämlich nichts. Nee, okay. Vergessen wir das mal ganz schnell. Hab Granaten dagegen geworfen, hier unter das Auto, damit ich das Ganze drehen kann, aber nö. Ich höre ihn noch. Nicht denn eigentlich irgendwie eine andere Tür? Oh, oh, oh nein. Buggy as hell. Was ist denn jetzt los? Oh nee. Was ist denn? Jetzt habe ich mich. Mama. Oh, ja, 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 ja. Nein, 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 gar nicht gut. Lass mich irgendwie raus hier. Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Es ist doch nicht... Böses Auto. Böses Auto. Wo ist der Bär? Wo ist er? Okay, ich habe mich rausgebackt. Ach, so eine Schande. Wieso kann ich denn die Karre auch nicht mehr drehen?
Was ist denn hier? Tür, Ursa, da, F. Nee. E. Nee, die ist völlig kaputt. Okay, den Motor können wir auch hier drin lassen. Den Sprit können wir uns auf jeden Fall mitnehmen. Zündkerzenreifen. Puh. Scheiß drauf, hätte ich gesagt. Wo ist der Bär hin? Okay. Den guten Kran nehmen wir natürlich mit. Den Bauplan, den wir noch nicht verwenden können, haben wir ja gesehen. Den guten Bogen, das war jetzt auch ein bisschen schade. Was? 42%, weil ich den Berserker damit angegriffen habe? Boah. Das ist aber ordentlich. Der hat ja richtig Schaden genommen. 42%. Gut, ich habe gefühlt 5 Millionen Pfeile drauf geballert. Ja, ist gut. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Okay. Fahr. Nee, warte mal. Können wir nicht bringen. Ab. Komm her. Ich blute schon wieder. Dieses Spiel... Alter, und so ging es mir halt. Da war ich halt nur auf dem Deckel und hab angefangen zu bluten. Schnell nach Hause, schnell nach Hause, schnell nach Hause. Verbluten, wir verbluten, wir verbluten. Was ist denn das wieder für eine Aufnahmesession? Das ist wieder total chaotisch. Das Spiel will mich trollen. Bitte nicht einen Unfall bauen. Konzentriert fahren, Minjas. Wir können jetzt uns keinen Schaden leisten. So, da kommt die Tanke. Alter. Ja, wir brauchen Alternativen für Mist Survival. Also ich mag dieses Spiel und ich freue mich auch auf weitere Updates. Und wenn das Neues kommt, werde ich das auf jeden Fall zeigen. Aber jetzt im Moment an einem Punkt, wo einfach der Inhalt nicht mehr da ist. Wir können natürlich jetzt nochmal gucken, ob wir uns einen Sniper holen. Im Moment bin ich wieder so am Arsch. Dazu müssen wir aber auch... uns ranschleichen und dann klappt das wieder nicht. Wieso komme ich in dieses verkackte Tor nicht rein? Okay. Los, mach das Tor auf, ich verblute. So. Wasser. Jo, knappe Kiste. Das Spiel mag... Ach, da steht er noch. Das Spiel mag... Ich höre auf zu bluten, oder? Nee, der tickt immer noch runter. Könnt ihr das Bluten jetzt bitte aufhören? Jo. Danke. Warum laufe ich so langsam? Laufe ich ja gar nicht. So. Ja, willkommen zu Hause. Es war total einfach. Mann, 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 Achim. So, dann können wir den Ersatzkram haben wir hinten reinpacken. Die Zündkerze und das da. Und den Kanister mit 20 Liter Sprit. Den haben wir abgezapft. Wobei, ja, nein, vielleicht den. So, weil ich glaube, hier ist noch genügend Sprit drin, oder? 19 Liter. Jo, das passt. So. Warum hatte der eigentlich keinen Ersatz im Kofferraum? Wieso hatte der denn kein Ersatzzeug im Kofferraum? Stell dir mal vor, ich hätte eine Panne gehabt. Da hätte ich mir aber blöd geguckt, wenn ich die Straße runtergefahren wäre. Hätten zwei Autos da gestanden. Na egal, wir haben hier noch genügend. So.
20 Liter Hybrid. Reifen fehlen uns ein bisschen. Ne, haben wir auch noch vier. Alles gut. Baumotoren haben wir aber auch richtig viel. Ja, wir sind eigentlich ganz gut ausgestattet. Ich meine, wir haben hier kaum Notwendigkeit, noch irgendwas durchzuziehen. Klar, eine Sniperwaffe wäre noch ganz spannend für Miss Survival, aber euch jetzt hier ein paar Folgen zu zeigen, wie ich mich hier durchsterbe, finde ich persönlich dann auch so ein bisschen, meh. Also, weiß ich nicht. Würde ich, glaube ich, eher darauf verzichten. Jetzt hier mich irgendwie durchzusterben und damit so ein bisschen was zu zeigen. So, waffentechnisch ist da. Können wir hier reinmachen, oder? Komm. Brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Wir haben jetzt nichts, womit wir die womit wir den upgraden können oder so. Wir haben, glaube ich, keine Werkbank, an der wir jetzt irgendwie was hätten machen können. So, Messerchen. Wobei, das können wir am Mann lassen. Die Axt können wir hier reinmachen. Die können wir mitnehmen. Munition. Wir müssen eigentlich erstmal pennen. Komm, wir legen uns erstmal aufs Ohr, dass wir hier uns heilen. So, 5 Stunden. Müsste die erste Stufe uns heilen. Dann ungefähr 6, 18 Stunden. Ups. Langt das, langt das, langt das? Dosch haben wir gleich. Okay. So, jetzt haben wir ungefähr noch 4 Stunden. Ich weiß nicht, wie wir das ungefähr... 5 Stunden. Zombies überschlafen, dann sind wir wieder ganz, oder? Ah, noch 3. Oh. Ich weiß, ich könnte jetzt noch eine Bandage nehmen, dann würde es mit dem Heilen schneller gehen, aber es geht ja auch so. So. Und ungefähr noch 2 Stunden. Juhu, das war ja einfach. So, dann haben wir uns jetzt 2 Dosen Tomaten rein. Ich sag, das sind Tomaten, auch wenn es Pfirsiche sind. So, wir haben auch noch eine Bandage einstecken gehabt, weiß ich. So. Jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt hinten an den Turm ranfahren, angeblich soll der immer wieder spawnen. Dann müssen wir aber auch die Gangster dort wegmachen. Jetzt ist die Frage, wie haben wir genügend Pfeile? Pfeile haben wir eigentlich, ne? Und wir haben noch ein bisschen Munition. Die eine Bandage nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Die Billo-Pfeile, haben wir hier Pfeile drin? Nö. 1, 2, 6, zack, so. Haben wir die Pfeile untergebracht, das Holz können wir hier lassen. Und das Leergut ist auch Quatsch. Den hier haben wir... Können wir hier noch was essen? Wir sind immer noch nicht ganz... Healthy, sehe ich gerade. Warten Sie. 7.50 Uhr, ja gut, passt. Haben wir eigentlich überhaupt noch was irgendwie an Schutz? Ne, wir haben ein paar Schuhe, das war es aber auch schon. Haben wir denn, können wir das herstellen? Können wir uns eine... Rüstung können wir nicht herstellen, ne? Irgendjemand hat auch gesagt, dass der Turm, an dem ich mich befinde, da spawnt nicht neue Rüstung, nur in den anderen Türmen. So, der hat Ersatz hier im Dings drin. Dann bauen wir mal raus. Probieren wir das mal. Ah, jetzt passt hier wieder nicht durchs Tor. Was haben die denn da geändert? Warum können die das Tor nicht ein bisschen breiter machen, dass man hier gescheit rausfahren kann aus der Hütte? So, jetzt sollten wir aber rauskommen. Besorgen wir uns unterwegs ein anderes Auto. Ja. Da ist der Hammer gewesen. Haha, mit 4,5 Sternchen noch. 20 Liter Sprit, eine Zündkerze und ein 79er Motor. Gut.
So, haben wir noch einen? Wahrscheinlich eher links, ne? Wir müssen ja zu dem... Ich würde sagen, wir fahren zu dem Banditenlager, wo wir schon mal unsere Autos abgestellt hatten. Und gucken mal, ob die noch am Leben sind. Da steht noch ein Auto, sehr gut. Mache ich den nämlich soweit klar und dann können wir den zur Not abholen, falls hier irgendwas schief läuft. Der steht ja relativ in der Nähe von unserer Basis. Der Motor geht gefühlt schneller, obwohl die Zeit kürzer ist. Da ist irgendwie so ein... 10 Minuten dauern hier im Endeffekt länger einzubauen als 20 Minuten für so einen Motor oder was er da hatte. Oder 60 Minuten. Können wir jetzt Ersatzwagen stehen lassen. Wir wissen ja, wo er ist. Dann fahren wir mal hinter zu dem Lager und gucken, ob wir uns da einen Sniper angeln können. Also den hier ganz am Ende, da hat jemand gesagt, man kann auch hier ranfahren. Also der hier am Ende der Straße ist, dass man halt praktisch mit dem Auto ranfährt, weil da einen der Sniper nicht wegholzt. Wollen wir das probieren? Moment, da muss ich aber erst checken. Stopp, stopp. Schrotze habe ich. Okay, ich habe eine Schrotze. Um das probieren. Da bis an den Turm ranfahren und dann die NPCs, die da ankommen. Oh Gott, das gibt ja einen Spaß. Wollen wir es probieren? Sicher ist sicher. Da müssen wir nochmal gucken, wie wir da rankommen. Wir müssen nämlich möglichst schnell auch ballern. Wo ist denn der Turm hier? Da ist der... Ne, wo ist denn hier der Sniper? Da ist doch gar kein Turm. Wo soll denn hier der Sniper sein? Da fahren sie nämlich, ne? Wo ist denn hier der Sniper bei dieser Location? Wir uns doch da hinten. Gucken wir doch mal, ob auf der anderen Seite der die NPCs wieder gespawnt sind bei dem Lager. Weil da weiß ich, dass ja definitiv ein Sniper drin sitzt. So. Hätte man auch ein Auto mitnehmen können. Sag mal, die haben doch schon... Ist da doch noch ein Patch gekommen zwischendurch? Weil die Karre bremst wieder so komisch. So, von hier aus müssten wir rankommen. Weil der Sniper guckt auf jeden Fall in diese Richtung. Jetzt ist die Frage... Leben hier die NPCs? Ja, die müssen schon längst gespawnt sein. Doch, da sind sie. Die sehen dann ja immer noch nicht. Die sehen dann ja immer noch nicht. Ja, das kann doch nicht sein. Die sehen dann ja immer noch nicht, wenn man in der Hocke ist. Das ist doch nicht wahr. Okay. Die sehen ihn ja immer noch nicht. Oh, das ist... Ja. Das ist...
Weiß ich nicht. Ist das geil? Finde ich ungeil. Ich dachte, das wäre gefixt worden, dass wenn man in die Hocke geht. Ah, die Brokkoli-Gangster. Da oben läuft er, ich sehe ihn. Ist der andere noch da? Komm, wir nehmen mal lieber die Schrotze in die Hand. Falls wir einen Überraschungsgast hier noch drin haben. Kommt der runter? Da bist du ja wieder, Rachel. Ja, leider hat der auch keine Waffe wieder gehabt. Ja, das haben schon manche gesagt, dass man halt diese... Yes. Dass man die ganz oft killen muss, bis man hier eine Sniper bekommt. Ich kann jetzt nur mal gucken, ob er einen hat fallen lassen, vielleicht nach unten. Aber ich befürchte, nein. Neun. Arme Rachel, zum x-ten Mal befreit, wird immer wieder entführt, das ist ja ein Trauma. Und? Licht an. Nö. Keine Sniperwaffe für den Minions. Ja, also jetzt noch ein paar Sniper-Dinger zu farmen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wenn ihr diese Folge gesehen habt, ist Montag. Und mit etwas Glück seht ihr morgen etwas anderes. Und wenn in Mist Survival ein Update kommt und mehr Inhalte drin sind oder so weiter, dann fangen wir ja einfach mal neu an und werden uns einfach komplett neu aufbauen. Ja, Rachel ist wieder zu Hause. Wir haben wieder Waffen. Haben wir den hier? Den haben wir schon gelootet. Wir haben leider noch keine Sniper bekommen. Wir haben den Berserker einmal getötet. Ich denke, wir haben so ziemlich alles durch, was Mist Survival zu bieten hat. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen angenehmen Tag, Abend, Morgen oder was ihr immer noch vorhabt. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge von Mist Survival wieder oder etwas anderem. Oder zum Update von Mist Survival. Oder im Livestream. Würde mich sehr freuen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.